Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um die E-Cowbell, einem Cowbell-Synthesizer. Und zur Cowbell gibt es noch so eine kleine Anekdote, nämlich es gab mal ein Sketch aus der SNL, also Saturday Night Live Show, in der war Blue Oyster Cult, Jimmy Fallon, Christopher Walken und Will Ferrell zu Gast und die haben einen kleinen Sketch gespielt und in diesem kommt We Need More Cowbells vor. Und unter vielen Musikern ist dieser Satz We Need More Cowbells so der Satz, den alle oder der alle zum Grinsen bringt. Ich verlinke mal das Video, das gibt es leider nicht mehr auf YouTube, weil Christopher Walken tatsächlich ernsthafte Probleme hatte, noch Jahre danach, nach diesem Sketch, weil seine Fans ihn vor und nach der Show immer mit einer Cowbell begrüßt haben. Und im Laufe der Zeit hat es ihn dann doch so ein bisschen genervt. So, jetzt aber legen wir mal los, was man mit der Cowbell so alles machen kann. So, das ist die Cowbell, die habe ich hier schon mal reingeladen und die klingt so. Und das ist ein ganz normales Bitwig-Device, ein Instrument, hier mit einem einen Ausschalter, hier mit einem Preset-Knopf, um verschiedene Presets reinladen zu können oder abgespeicherte Presets reinladen zu können. Der Name E-Cowbell, dann kann ich hier die Fernsteuerung aufklappen. Und hier unten kann ich dann noch die Modulatorenleiste aufklappen. So, die Cowbell ist so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben hier oben eine Tongenerator-Sektion, dann ist hier unten eine Filtersektion. Dann gibt es hier noch eine Ringmodulation, ein Hüllkurvengenerator mit einem AD, also Attack Delay, und eine Sektion mit den globalen Parametern. So, gehen wir jetzt einfach mal ins Detail. Fangen wir mit dem Tongenerator hier an. Und zwar, die Besonderheit hier ist, ich habe hier einen Tongenerator mit dem Pitch und kann einen zweiten Ton hier mit einem Offset generieren. So, und zusätzlich bei dieser ganzen Tongenerator-Geschichte habe ich hier noch einen Mixer rechts links, das heißt, der mischt mir diesen Ton mit diesem Offset-Ton. Das, wenn ich ihn ganz nach links rüber schiebe, habe ich nur diesen Ton. In der Mitte habe ich hier beide mit dem Offset und hier habe ich nur den Offset. So. Na? Dann lassen wir den jetzt einfach mal so, wenn er meinen Doppelklick nicht mehr haben will. Doch, doch, wollte er jetzt doch nochmal haben. So, und ich kann jetzt unterhalb von dem Pitch, kann ich noch Key-Tracking einschalten. Dann wird der Ton entsprechend der Taste erzeugt, die ich gerade drücke. Und das Nette an der Geschichte ist, man kann so ein bisschen Computerspiele-Sound, so 8-Bit-Sound, Mario Brother-mäßig erzeugen. So, und dann gibt es hier noch einen Shape, der so ein bisschen von einer Sägezahn in eine Pulswelle überblendet. Ich mache mal wieder die Original. Also hier kann ich noch mal so ein bisschen eine Pulsmodulation und es verändert sich auch noch so, glaube ich, leicht in der Tonhöhe. So, mit dem Filter habe ich hier einen Bandpassfilter. Und drunter dann noch ein Q-Wert, also einen Filterresonanz. Die Ringmodulation ist standardmäßig ausgeschaltet. Hier muss ich erst den Mixregler nach oben drehen. Und ich höre dann so dieses. Drehen wir hier ein bisschen runter. Na, ein bisschen viel.
natürlich noch ziemlich weit treiben. Und dann habe ich natürlich noch Attack, Decay. Und dann komme ich schon wieder bei den globalen Parametern an. Hier die Effekte, der Effekte-Container, die Velocity-Sensitivity, also sprich, wie stark der Anschlag der Taste ausgewertet wird. Und zum Schluss der Output des Instruments an sich, also die Lautstärke, die rauskommt. Das war's schon über die Cowbell. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch für das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und ja, kommentiert gerne, schreibt drunter, was ihr vielleicht schon mit der Cowbell gemacht habt, verlinkt vielleicht auch eure eigenen Stücke, die ihr da mit dieser E-Cowbell schon gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch was schön Experimentelles gemacht. Auch höre ich mir auch immer wieder gerne an. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.